Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Wir befinden uns hier in Köln und wie ihr seht, hinter mir sind die Brüder, die von Weitem gekommen sind und bei der Anti-Islam-Kongress dort Flyer verteilen wollen und wollen zeigen, dass die in der Anti-Islam-Konferenz über Islam sprechen, nicht mit der Wahrheit zu tun hat. Und ich werde kurz das Mikrofon hier durch die Reihe angeben. Wie heißt du? Mein Name ist Hafid Qasmi. Wieso bist du hier? Ja, um den Islam zu verteidigen. Weil, wie du schon gesagt hast, Sheikh, die wollen heute gegen den Islam demonstrieren. Und wir müssen jetzt hier stehen und den Islam verteidigen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Wir wollen den Islam verteidigen. Wir sind, inshallah, unter den Linken sind vielleicht die, die die Wahrheit haben wollen. Und inshallah finden wir heute welche. Ich hoffe, dass es alles heute friedlich läuft und dass wir den Islam auch verteidigen. Mein Name ist Hussein Noor. Ich bin hier gekommen, damit den Islam inshallah stark bis geht zu verteidigen. Ich bin der Hafiz al-Bashiri. Ich komme aus Münster hierhin extra, um den Islam zu verteidigen, weil der Islam mir sehr am Herzen liegt. Assalamu alaikum, mein Name ist Yunus. Es gibt gewisse Kritikpunkte, die wir hier klarstellen möchten in Köln und haben die Absicht, die Bevölkerung aufzuklären und unseren Islam den Leuten nahezubringen. Wir sind hier gekommen, um Dawa zu machen und Islam zu verteidigen und deutlich zu machen, dass im Islam gibt es keine Terroristen oder so. Islam ist ganz Frieden und ja, und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir sind hier gekommen, Leute, wegen Dawa, um die Deutschen zu zeigen, was Islam wirklich ist. Weil die meisten von die Deutschen oder die anderen, die nicht Muslimen sind, die denken, dass Islam ist richtig aggressiv und viele solche Sachen und so. Und Alhamdulillah, wir treffen uns hier, um den Leuten zu zeigen, was ist wirklich Islam ist. Assalamu alaikum, ich bin Omar und wir sind hier inshallah, um viele Vorurteile abzubauen und um uns Muslime von unserer besten Seite zu zeigen, um den Islam richtig zu präsentieren bei den Deutschen. Assalamu alaikum, mein Name ist Abdul Haq. Wir sind hier, um die Wahrheit zu verkünden und vielleicht gemeinsam einen Weg zum Paradies zu finden. So, liebe Brüder und Geschwister, wie ihr gesehen habt, diese Brüder sind alle von Weitem gekommen, um den Islam richtig zu präsentieren und aufzuklären, damit die falschen Missverständnisse, was verbreitet ist, endgültig von der Welt abgeschafft wird. Ich hoffe, inshallah, wenn du jetzt diesmal nicht dabei gewesen bist, dass du beim nächsten Kundgebung auch dabei kommst. Und inshallah, wir hoffen, dass auch wenn du nicht hier bist, dass deine Seele und deine Dua ist mit uns. Und wir grüßen euch von EZB-Zentrale von Köln. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Super, perfekt. Okay, dann, was wichtig ist, das ist jetzt der Treffpunkt. Wir warten, bis alle Leute gekommen sind. Ich werde das noch ein paar Mal wiederholen, das schadet ja nicht. Wir warten, bis alle Leute gekommen sind. So ein Batzen. Ja, das sind ungefähr 150 bis 200 Flyer. Und man geht zu den Leuten und verteilt die Flyer. Hier auf dem Heumarkt verteilen wir vor allen Dingen eine andere Sorte von Flyern. Ja, das kommt nachher. Es kommen gleich noch 450 T-Shirts mit verschiedenen Slogans. Und das ist auch sehr wichtig, ja, hinein zur Hetze. Deswegen, wir sind heute hier, um positive Werbung zu machen. Da ist gekommen. Okay, jetzt sind die da. Jetzt sind die T-Shirts hier. Wollen wieder anziehen, ne? Ja. Und ist gut, wenn man ihr solltet anziehen. Ihr müsst das anziehen, liebe Brüder, damit das lesbar ist. Wir wollen auf die Leute zugehen. Guck mal, die meisten Menschen, die schlechte Meinung vom Islam haben, haben eine schlechte Meinung, weil die keinen Muslim kennen. Die kennen nur aus dem Fernsehen irgendwelche Vollproleten, die irgendwie ihren Schulkameraden zusammenschlagen. Ja? Das ist das Problem. Gibt es kein großes, andere großes... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister in Islam. Wir befinden uns hier in Köln auf dem Heumarkt und wie ihr seht, hier sind die freiwilligen Brüder und Schwestern gekommen, die heute für die Dawa in diesem Stadt, ist alles noch vor dem Treffen, wie ihr seht, und wir sind schon so motiviert, um die Botschaft Allah Azza wa Jalla, die wahre Religion in schöner Art und Weise zu präsentieren. Und die Brüder, Alhamdulillah, wollen hier dabei mitmachen. Und du, wir vermissen dich, inshallah. Hoffen wir, dass du mit deinem Dua und mit deinem Herz und Seele trotzdem mit uns bist. Wir warten auf dich. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Haji. Nimm mal. Ich möchte jeden heute zeigen, dass Islam die friedliche Religion ist. Und dass die Gegen, also die Hetzkampagne, ist gar nicht gerecht ist. Deswegen sind wir heute hier, dass wir jedem zeigen, inshallah, dass wir
um miteinander im Frieden zu leben. Barakallah fi. Assalamu alaikum. Warum bist du hier heute? Ich möchte für den Islam einstehen und ich bin deutscher Muslim und jüdisch. Warum bist du heute hier, Bruder? Assalamu alaikum erstmal. Also ja, wir sind aus Oberhausen gekommen und wir wollten ein bisschen auf Allahs Weg uns anstrengen, was zu tun. Warum bist du heute hier? Der Islam hat ein viel zu negatives Bild bekommen und ich will das heute ein bisschen ändern. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mein Name ist Abdul Latif. Wie im Islam schon gesagt wird, in al-amalu binniyat, dass wir inshallah auf dem Allahs Wege die Wahrheit den Menschen ankündigen, inshallah. Barakallah fi. Bruder, warum bist du hier? Assalamu alaikum, achi. Ich bin heute hier, weil alle Propheten alayhum salam und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba und die Tabi'in und die Tabi'in, die sind alle rausgegangen, die sind alle marschiert, yani, die haben alle gekämpft, yani. Die sind nicht in den Moscheen geblieben, haben von dort aus nur gesprochen und die Bauch immer dicker geworden, Bart immer länger. Nein, die sind rausgegangen, sind marschiert, haben für Islam gekämpft, die haben ihre Familien gelassen, die haben ihre Häuser gelassen, haben alles gelassen und deswegen sind wir auch heute hier, inshallah. Dann diese Seite auch mal. Bruder, warum bist du heute hier? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Schau zur Kamera. Ich bin hier, weil ich heute mit meinen Brüdern für das friedliche Miteinander unter den Menschen sorgen will, auch das zeigen will, auch dass das von Islam, dass die Medien und dass die ganzen Menschen, die den Islam beurteilen, dass sie ein falsches Bild von Islam haben. Und das wollen wir heute hier beweisen. Vielen Dank. Warum bist du hier heute, Bruder? Assalamu alaikum. Wir sind heute hier, damit wir den Menschen zeigen, dass wir auch aktiv sind. Letztes Jahr gab es schon diese gleichen Kundgebungen und da waren wir nicht so zahlreich vertreten. Und es kann nicht sein, dass für uns sozusagen Menschen sprechen und wir sind nicht anwesend. Wir müssen genauso für unsere Sache stehen, wie andere Leute für uns stehen und noch mehr, inshallah. Barakallahu fik. Warum bist du heute hier, Bruder? Assalamu alaikum. Ich bin hier, um zu zeigen, wer wir halt wirklich sind. Um gegen diese Hetze Schluss zu machen, zu zeigen, wer wir sind und Argumente eben geben, dass das nicht stimmt. Okay. Warum bist du hier? Assalamu alaikum, Bruder. Wir sind hier, um zu zeigen, dass der Islam überall aktiv ist und dass wir die Dauer vorbringen, dass wir die Leute zum Islam rufen, vom Islam erklären, dass es nicht nur Hass und Feindlichkeit ist, sondern dass der Islam zum Frieden und zur Ergebenheit zu Gott aufruft. Warum bist du heute hier, Bruder? Assalamu alaikum, mein Name ist Karim. Wir sind hier als Gruppe, um friedlich präsent zu sein und zu zeigen, dass der Islam friedlich ist und dass wir gute Menschen sind. MashaAllah. Bruder, warum bist du heute hier? Ich kenne mich nicht so. Hallo, grüß dich. Hallo. Warum sind Sie heute hier? Also wir sind heute hier, weil uns ganz wichtig ist, dass Islam Bestandteil von Deutschland ist und die Muslime genauso zu uns gehören wie Christen, Juden und alle anderen auch. Und wir gern wollen, dass wir hier gemeinsam eine gute multikulturelle Gesellschaft hinkriegen. Sehr schön, vielen Dank. Warum bist du hier? Assalamu alaikum, wir sind aus Neuwied. Ja. Und ja, wir sind zusammengekommen und möchten auch natürlich den Islam verbreiten und ein gutes Bild vom Islam zeigen in Deutschland, inshallah. Vielen Dank, Brüder. Warum bist du hier, Bruder, heute? Assalamu alaikum. Ich bin heute hier, damit ich zeigen will, dass Islam der Friede ist und kein Krieg ist. MashaAllah. Barakallah. Herr Doktor, warum sind Sie heute hier? Ich? Ja. Ich möchte den Rechtsradikalen oder den Gegnern des Islams sagen, dass wir Muslime, deutsche Muslime, dafür sind, dass wir aus den Lehren von Hitler gelernt haben und Islam die wahre Religion ist und der Frieden, der einzige Frieden auf dieser Erde ist nur der Islam. Wir sind hier, damit wir sagen, der Islam ist Frieden und bedeutet Frieden und kein Krieg. MashaAllah. Warum bist du hier heute, Bruder? Assalamu alaikum, mein Name ist Burhan aus Saarbrücken und die Mission heute ist, das Gute zu gebieten, das Schlechte zu verwerfen und inshallah, mein Ziel heute ist, die Religion auf die schönste Art und Weise heute zu präsentieren, inshallah. Aus Münster. Ja, nur wir und ja, der Kamera. Ja, noch eines, aber das ist